Okay, das könnte tatsächlich auch ein harter Kampf werden. Ich meine, wir haben ja nicht mehr besonders viel. Das ist ein kleines Problem. In dieser Truppe haben wir nicht mehr besonders viel. Das einzig starke, in Anführungszeichen, was wir haben, ist dieser Armbrustschütze. Der ja aber offensichtlich auch nur einmal alle 2 Runden schießen kann, was natürlich wieder komplett blöd ist. Yes. Heiliges Wasser werfen. Blitze rufen. Ja, wir müssen unsere Leute klug einsetzen. Also hier ist es ja Yes. sowieso so, dass wir gerade erkennen, dass die sich verschanzen wollen. Da habe ich schon wieder ein Problem mit. Oi. Muss nach Gebrauch nachgeladen werden, ja. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir können mit unseren Gegenständen ein bisschen was noch ausrichten, aber ansonsten ist diese Truppe halt nicht stark. Wir gehen mal hier hin. So weit kann ich nicht. Okay, sie hauen halt irgendwie komplett ab, was total dumm ist. Yes. Die sind gerade Yes. blockiert. Ich könnte. Yes. Was für eine Reichweite hat der? So eine Reichweite. Was ist denn, wenn ich hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Selbst wenn ich hier stehe, reicht das nicht. Wenn der schießt, wird das hässlich. Die Reichweite ist 5. Hi. Wenn der hier steht, würde das gehen. Das geht nicht ganz. Elementare Schwäche. Yes. Hi. So. Yes. Ist halt echt ein bisschen nervig, ne? Elementarresistenz. Wer macht denn noch Elementarschaden? Eigentlich ja nur ihr. Aber ich könnte theoretisch ja noch mehr davon rufen. Ich glaube, ich bin interessiert daran, dass einer von denen, dass ein Trupp von diesen Armbrustschützen weggeht. Ein Armbrusttrupp muss weg. So, du kannst theoretisch sowieso schon überall angreifen, deswegen gehen wir jetzt mit denen vor. Wo ich könnte schießen. Ich könnte sogar Yes. schießen. Wartet mal, wir gehen mal mit dem hier hin. Heiliges Wasser werfen bringt nichts. 17 Schaden. Es wären hier 15 bis 22. Oi. Wir schießen. Nachladen erforderlich, das ist Yes. okay. Fuck, das reicht nicht ganz, aber ich könnte sie töten. Gut. Wie viele Aktionen habe ich jetzt noch? 2. Weiße Magie auf das Wildtier, gar nicht mal schlecht. Gut. Konzentriert euch am besten auf meine Golems. Sie sind extrem dumm. Okay, das ist gut. Die Golems verliere ich eh. Ich habe es auf jeden Fall nicht so verstanden, dass ich die Golems behalten kann, insofern. Wow. Wow. Okay. Holy fuck. Yes. Alle.
Ist ja gut. Meine Güte nochmal. Krieg dich ein, Junge. Das ist ein kleines Problem. Wie stark ist das? Es ist nicht stark genug. Es ist auch kein wirklich starker Angriffszauber. Okay, wir machen Folgendes. Wir brauchen den. Nochmal. So, dann hält er ja ein bisschen was ab. So, und jetzt brauchen wir... Wir könnten in den Nahkampf gehen. Yes. Oi. Wir könnten in den Nahkampf gehen, um den zu erledigen. Yes. Ja, wir müssen den Wolf erledigen. Oi. Wir kommen leider gerade nicht zum Nachladen. Das ist es mir aber wert. So. Du kannst eigentlich, so wie ich das hier sehe, nichts machen, weil du immer einen Gelegenheitsangriff auslösen wirst. Deswegen machst du jetzt das und entzündest die. Und wir beenden die Runde. Sie greifen den Golem an. Das ist, wie gesagt, perfekt. Okay. So. Perfekt. Wie so ein kleines Puzzle-Game manchmal, ne? Ich meine, wir haben einen Trupp verloren. Und das ist echt ärgerlich. Aber wir kriegen ja noch stärkere wieder. Wir bilden ja gerade ein paar Menscheneinheiten aus und die kommen dann einfach in den Trupp und dann ist das okay. So, der ist tot. Der ist tot, Jim. Den kriegen wir auch nicht zurück. Regeneration. Geschwindigkeit finde ich hier wichtig, damit wir die in Position kriegen. Nachdem die Jäger erledigt sind, trottet der Bär auf euch zu. Er beschnüffelt eure Soldaten und setzt sich dann neben sie. Offenbar habt ihr einen neuen Freund gefunden. Ja, geil. Perfekt. Haben wir einen guten Ersatz gekriegt. Und das ist halt auch ein Tank, mit dem wir arbeiten können. Der auch ein bisschen was kann. So, hier kommen wir jetzt leider nicht durch. Also können wir das ganze Thema sowieso abblasen. Wir haben übrigens nicht mehr lange diesen Bonus hier. Also wir müssen uns jetzt schon mal überlegen, wie wir dann demnächst wieder an Geld kommen. Ansonsten, ich meine, gut, wir könnten Mana umwandeln. Das wäre jetzt auch nicht so das Riesenproblem. Das gefällt mir grundsätzlich nicht so wahnsinnig, was du da tust. Rowan. Da ist Rowans Turm, aber das ist nicht sein einziger Turm. Die haben ja mehrere Türme. Wenn es nur ein Turm wäre, hätte ich ein Problem weniger, aber es sind mehrere Türme. So, die gehen irgendwie in alle möglichen Richtungen. Okay. So, was bekommen wir? Kürbis und Erfahrungspunkte. Und was bekommen wir hier? Kürbis und Pflanzensaft. Sehr schön. Du kannst aber noch weitergehen. Das war ja jetzt nicht alles. Wo können wir noch... Hier unten zum Beispiel. Steht Rowan da noch? Na. Er steht da noch. Ich weiß nicht, wie ich meinen Typen hier sicher rauskriegen soll. Das zum Beispiel war, glaube ich, schon mal nicht so ganz klug, weil wir hier nämlich direkt die Gegner haben. Rachefluss aufwärts. Konnach. Die abgelegene Stadt Konnach überlebt, indem sie mit Holz und Wild aus dem großen Wald handelt, der sie umgibt. Ja, und indem sie Rowan Tribut zollen wahrscheinlich. Ihre Hunde sind bei Adligen in der ganzen Hohenmark sehr begehrt. Die Stadt ist für ihre Jäger und Fährtensucher berühmt. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Ja, kann ich nicht. Die Hauptsiedlung der Region Südwacht. Ich kann da nicht hin, weil Rowan im Weg steht. Und zwar mit einer doch recht ansehnlichen Truppe. Die Dorfleute kommen auf euch zugerannt, als ihr euch nähert und bitten euch lautstark um Hilfe. Der Fluss ist versiegt.
Wir können nicht mehr fischen oder unsere Felder bewässern. Kann eure Magie so Wasser zu, das Wasser zurückbringen? Wir brauchen es so dringend. Wir werden nach einer Lösung suchen. Da oben. I see. Okay. 320. Okay. Okay, okay, okay. Das sollten wir hinkriegen. So, du wartest auf Befehle. Es ist ein bisschen gefährlich, sich hier gerade rumzutreiben, ehrlich gesagt. Mit all diesen starken Trupps, die auf uns lauern. Ja, eigentlich will ich gegen Rowan gar nicht kämpfen. Wobei wir bei ihm ja jetzt auch... Also, theoretisch sind wir im Kalten Krieg mit ihm. Es ist, glaube ich, also fast egal, ob wir ihn jetzt angreifen oder nicht. Also, es wird sowieso früher oder später so enden. Und eigentlich müssen wir auch Connacht befreien. Also ich werde jetzt erstmal die Untoten angreifen. Die stehen nämlich im Weg. Nur der könnte vielleicht sterben. Und er überlebt. Plus 2 bei Connacht. Ein Gold als zusätzliche Beute nach jeder Schlacht ist eigentlich ganz nett. Regeneriert 9 Leben pro Tag. Ja, ganz ehrlich, machen wir ein Gold. Also Gold brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Schossschaden. So. Wir kriegen lebendiger Schädel, verfluchte Kerze, Überreste und Asche. Zu Asche! So, Connacht. Könnten wir sogar besuchen, ohne dass wir in Rowans Gebiet gehen. Würde ich gerne machen, bevor wir den Teleport einsetzen. So, wer wartet noch auf Befehle? Du. Wir gehen hierhin zurück. Wir holen uns nämlich gleich neue Truppen. Wir kriegen ja zumindest hier einen Hüter dazu. Und ein Hüter wird eine sehr, sehr starke Ergänzung dieses Trupps sein. Okay. Goa kommt mit einem Titan auf unseren Turm zu. That's disgusting. That's really disgusting. Das war leider klar. Wir machen einen Rückzug. Ihr findet rasch heraus, warum der Fluss plötzlich so wenig Wasser führt. Eine größere Ansammlung an Quallen blockiert ihn an seiner engsten Stelle und das Wasser fließt stattdessen über das Ufer. Nach einer genaueren Untersuchung wird euch klar, dass die Quallen sich an etwas klammern, was ein erwachsenes Exemplar ihrer Spezies sein muss. Wenn wir den Säuregehalt des Wassers erhöhen, sollten sie fliehen. Als ihr geschickt die Chemie des Wassers beeinflusst, eilen und glitschen die Quallen übereinander, um sich in Bewegung zu setzen. Bald fließt das Wasser wieder ohne Hindernis. Es wird nur ein paar Stunden dauern, bis auch die Fische zurück sind. Das Dorf ist gerettet. Geil. Wenn sich jedes Problem so einfach lösen lassen würde. Blüte, Feengras, Wurzel. Okay, so, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie war das jetzt hier? Habt eine Baustelle in eurer Domäne. Ja, ist das denn mit Baustelle gemeint oder was? Ist das keine Baustelle? Verstehe ich irgendwie nicht ganz. So. Schriftrolle der Wiederbelebung hätte ich gerne noch ein paar Mal. Aber ich weiß nicht, wie wir da groß dann rankommen sollen. Gigantentrunk. Stein der Weisen kriegt man hundertprozentig irgendwie mit Gold. Weizen. Buch der Hitze. Diebeszeichen. Schwarze Asche. Schriftrolle der Wiederbelebung. Lebendiger Schädel. Schriftrolle des Todeszeichens. Vernichtet eine Einheit unter 30% in 5 Reichweite. Das ist natürlich beeindruckend, ne? Das Gegenteil dann von dieser Schriftrolle. Brauchen wir alleine schon auf jeden Fall für das Rezept. Deswegen würde ich das jetzt erstmal machen.
Teleportzauber ist ready. Wie stark? Ist der Titan. Extrem stark. Übernatürlich Titan. Windwandern. Ja, und das Problem ist, er wird halt den Turm angreifen. Wir können das nicht verhindern, egal was wir tun. Ich ziehe meine Truppen da jetzt raus. Also was wir dann auf jeden Fall machen müssen, ist unsere Leute hier zurückrufen. Seltriss. Der versponnene Brunnen. Der Geruch von Met liegt in der Luft dieser ruhigen ländlichen Stadt, die für den Honig aus den umliegenden Wäldern bekannt ist. Die Leute in Connach lebten in Angst, denn einige große Spinnen, teils mutiert und abartig, haben die Brunnen in den Außenbezirken der Stadt zugesponnen. Ihre Netze sind überall. Sie verpesten unsere Wasservorkommen und unser Abwassersystem. In ein paar Tagen stehen wir vielleicht ganz ohne Wasser da. Und die Straßen werden voll sein mit, naja, ihr wisst schon, könnt ihr uns helfen? Natürlich. Das ist nicht gerade weit weg. Lindwürmer könnten wir hier kriegen. Diese Einheit wurde mit Gewalt versklavt. Ach, das sind... Ah, okay, schade eigentlich. Das heißt, die sind schwächer als die eigentlichen. Esel und Pony. Wächter, Halsabschneider. Naja, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen zurück. Wir müssen zurück in unsere Domäne. Müssen uns teleportieren und müssen versuchen, unseren Turm zu retten. So, mit dir müssen wir dahin. Da kann ich leider nicht hin, aber ich könnte den auslöschen. Tod. Geschwindigkeit. 427. Auch den könnten wir erobern. Wir müssen hier mal ein bisschen Ruhe haben. Es nervt mich, dass wir hier keine Ruhe haben. Hier laufen auch untote Armeen einfach in meinem Reich rum. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Was ist hier drüben? Eine ziemlich starke Truppe. Ärgerlich. Hier sind echt viele Truppen. So, du kannst dich auch noch bewegen, aber wohin? Na, du kannst überall hin. Orkische Rotkappe. Dennoch würde ich sagen, lässt Rowan uns hier in Ruhe. Aber halt nicht mehr lange, ne? Jana, wie wär's, wenn du gegen Gore kämpfst? Merkt ihr, was der Wichser tut? Der versperrt den Weg. Der versperrt den fucking Weg. Keine Forschung, so. Schnelles Handwerk. Die Gildenmeister der Zwerge, indem ihr essentielle Handwerker erhöht die Zahl eurer Handwerks- und Rekrutierungsplätze sowie die allgemeine Handwerksgeschwindigkeit. 125. 125. Handwerkslots plus 3. Ausbildungslots plus 3. Herstellungsdauer minus 3. Dauer der Raumerstellung minus 3. Dauer der Rekrutierung im Turm minus 3. Kostet aber auch 4 Mana. Trefft Vorkehrungen, um eure Domäne zu stärken und eure Verteidigung zu verbessern. Bin ich sofort dabei. Brauchen wir. Befestigungswerkstatt, Turmraum. Das Ding ist immer noch im Bau. Jetzt haben wir, wie gesagt, sowieso ein Problem. Wollen wir noch irgendwas? Können wir eigentlich nicht, weil wir hier schon wieder kein Geld haben. Aber ich könnte umwandeln. Mana in Gold.
So, schon wieder 10 mehr. Mit dir fühle ich mich ultra leicht. Nein, du musst jetzt erstmal hier. So. Du kannst da bleiben. Turm wird zerstört. Ich merke das. Ich weiß das. Ich spüre das. Wo bauen wir mit dir unsere Domäne? Hier? Bei Lyrain? Vielleicht erstmal, oder? Wir fangen mit etwas Leichtem an, quasi. So. Hier haben wir jetzt das Problem, dass wir den töten müssen. Sonst kann ich mich nämlich nicht wegteleportieren. Sorry, Rowan. Scharfschützen. Automatische Abhandlung. Tschüss. Und Zeltris steigt eine Stufe auf. Rüstung. Raserei. Nahkampfangriffe fügen diese Einheit Raserei zu. Plus ein Schaden. Dieser Effekt ist stapelbar. Dieser Trupp und alle Verbündeten in ihrem Trupp erhalten EP-Bonus. Feinde können gegen diese Einheit nicht zurückschlagen. Okay, alle diese Sachen sind krank gut. EP-Bonus finde ich auch mega. Allerdings finde ich das so... Sowas ist vielleicht besser. Feinde können nicht zurückschlagen. Großartig. So. Und jetzt Teleport. Und zwar... zu meinem Turm, bitte. Hier. So. Wir haben schon eine beeindruckende Stärke. Wie viel hat der? 82. 103, 190, 82, 169, 69, nein, 94. Ich überlege halt, ob man so einen Bären noch mit reinnimmt. Einfach damit man noch ein bisschen einen Fleischwall hat, der ein bisschen was abfängt. Ich glaube nämlich, der Titan wird nicht lustig. Ich kann das ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Wir müssen in der nächsten Runde müssen wir hier auf jeden Fall loslegen, ansonsten haben wir ein Problem. Können wir vielleicht etwas machen, was unsere Truppe stärkt und nur eine Runde braucht zum nahen Fernkampfwaffen der verzauberten Einheit verursachen Elementarschaden. Erschöpfen, warte mal. Erschöpft alle sterblichen Einheiten im anvisierten Trupp bis zum Ende der nächsten Schlacht. -2 Geschwindigkeit. Elementen widerstehen. Alle Einheiten in einem Trupp. Warte mal. Physische Resistenz und Elementarresistenz. Was macht ihr für Schaden? Physisch. Physisch. Tod und Elementar. Okay. Wäre also gar nicht so schlecht. Verzaubert alle Einheiten. Ich glaube, das Beste... Warte mal, verrosten. Lass die Rüstung aller Einheiten im Anvisierten... Nein, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich... Nein, nicht erschöpfen. Nicht erschöpfen. Nein, 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 nein. Wobei, wir konnten das jetzt direkt wirken. Perfekt. So, was können wir noch machen? Elementen widerstehen. Dauert eine Runde. Und dann haben wir noch ordentlich Mana über. Okay, okay. So lassen wir es erstmal. Wenn ich hier runter gehe, was passiert dann? Ja, so vielleicht. Okay, wer wartet noch auf Befehle? Du. Ja, dann gehen wir hier rein. Oh, da sollen... Oh. Mehr als ich erwartet habe, aber hey, wir legen uns damit an. Wie sie auch direkt alle angeschissen kommen, ne? Die haben Bock. Die wollen richtig fighten.
Warte, du hattest doch diesen Sturmangriff, ne? Schwächer als ich erhofft hatte. Wir können ja erstmal hier ein paar Mal Cerberus Segen machen. Eins. Zwei. Drei. Immer den maximalen Schaden. Yes. Der Gegenschlag ist aber auch krass, ey. I, Commander. 14 nur. Gut. I, Commander. Yes. Yes. Säure gefülltes Fläschchen werfen. I, Commander. So, die sind schon mal Geschichte. Mit dir gehen wir jetzt mal... Oh, instabiles Elixier werfen ist auch gut. Du wirst wahrscheinlich gleich angegriffen von diesem Wolf. Erste Hilfe kostet 2 Fokus. 30. Aber wobei hier halt der 29. Das ist jetzt nicht so wirklich verschwendet, insofern cool. Oh nein, sie greifen... Oh, sie greifen den Trupp von 2 Seiten an. Wir können den fast klein prügeln, das machen wir. Hätte noch ein bisschen effektiver sein können. Du kannst dich nicht bewegen. Du bist verwurzelt. Nein. Das trifft auf euch beide zu. Das ist ein bisschen wenig. Plus 2 Nahkampfschaden auf alle. Gut. Du kannst ansonsten aber auch noch Sachen werfen. Versiegeltes Elementar zum Beispiel. Du kannst auch Schaden machen. Aber ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Wir können uns einen Golem holen. Ich setze jetzt den Golem hier vor. Yes. 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 Instabiles Gebräu. Ui. Erfrierungen. Immun gegen Verbrennung, aber Erfrierungen. Das ist schon mal sehr geil. Yes. So, der müsste ja eigentlich umfallen, ne? I, Commander. Yes. Wer wird denn zuerst angegriffen? I, Commander. Sandschleudern. Ja, den Gelegenheitsangriff kriegen wir auf jeden Fall ab. Sandschleudern auf die. Ha. Nice. Okay. Du könntest noch was machen, aber was ist die Frage? Wir könnten eine Ration verteilen auf dich. Hey, immerhin. Ja, sie wollen sich jetzt alle mit dem Golem... Es ist so geil, wie sie sich jetzt alle mit dem Golem anlegen wollen. Und da ordentlich Aktionspunkte verbaseln. Völlig sinnlos.
So. Hm? Das wäre, glaube ich, ein bisschen verschwendet, ne, oder? Ja. Yes. Na, wir prügeln dich klein. Yes. Wir prügeln auf dich ein. Wie gemein das alles klingt. Wir prügeln auf dich ein, auf dich ein, auf dich ein. Wie so eine Pausenhofpflegerei damals in Kleinwaldes Kindergarten. Also, ne, das sage ich extra so, weil der Kindergarten gehörte mir halt, ne? Ganz klar. Ich war aber Schiedsrichter. Ich habe mich selbst mitgekämpft. Das war mir dann doch zu heikel. So, ein guter Sieg. Nichts verloren. Und diesen Brandherd in meinem Gebiet oder in meinem Rücken mal ein bisschen geklärt. Wir kriegen ein verfaultes Hirn. Hey, wer freut sich nicht über sowas? Nette Geschenke, die man hingelegt bekommt. So, wir gehen mal hier hinten lang. Wir haben jetzt hier noch eine untote Armee, um die wir uns gleich nochmal kümmern könnten. Aber natürlich auch ein bisschen vorsichtig dabei sein müssen. Ja, wie gesagt, das ist ein Problem. Das ist der stärkste Trupp, dem wir gegenüberstanden. Jemals. Aber wir haben die ja schon mal ein bisschen... Wir haben sie immerhin schon mal ein bisschen geschwächt. Und gleich kriegen wir noch den Elementen widerstehen. Das machen wir dann für unseren Trupp. Und dann hoffe ich, dass wir stark genug sein werden. Dich bringen wir mal hier hin. Damit ist dieser Trupp jetzt auch gar nicht mehr so schwach. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Turm wird zerstört. No! Ja, wir verlieren dann das Spiel. Ich werde das aber nicht zulassen. Und Diana sollte es eigentlich auch nicht zulassen. Ich dachte, wir sind Freunde. Wie viel ist das jetzt noch wert? Er musste aber auch unbedingt mit einem Titan angreifen. Sehr schön. Orkische Rotkappe, Samen. Genauso mag man's. So, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen Kürbisse sammeln. Nein, ich will ihn nicht abbrechen. Ich will ihn wirken und zwar... Jetzt muss ich erst wieder ganz rüber scrollen, damit es überhaupt hinkommt. Ja.